Jawohl, Mann. Jawohl, oh, Mann. Das ist schon mal eine richtige Kanone. Jawohl, auf den Mann. Swim. Geil, Mann. Real Fishing. Ja, Leute. Und mit diesem Mega-Fisch herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Spinnen vs. Fliegenangel-Challenge. Was für ein geiler Fisch. Ich tippe ihn mal auf 90. Absolut krasses Tier. Richtig fett, richtig wohlgenährt. Junge, bin ich happy. Nach 1,5 Tagen Flötenfischen endlich ein richtig geiler Kanonenfisch. Junge, 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 was ein Traumtier. Wo ist denn der Drill von dem Fisch? Den Drill von dem Fisch seht ihr übrigens im Video vom Colin. Das ist jetzt hier oben eingeblendet. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Da sind auch einige Frequenzhechte zu sehen. Und eben der Livebiss und Drill von diesem geilen Fisch. Westin Swim, 10 cm. Ich liebe ihn hier beim Bartangeln. Was für ein geiler Fisch, Mann. Yes. Also, beruhigt habe ich mich jetzt nicht, wie Andreas sagen würde. Aber ich habe mich doch etwas beruhigt. Die Hände zittern nicht mehr ganz. So, also kurz mal zum Setting hier auf Real Fishing. Ich bin mit dem Colin, habt ihr gerade gesehen, hier oben am Bodden. Und wir haben uns vor längerer Zeit mal gedacht, komm, wir machen mal eine Fliegenangel, Fliegenfischen versus Spinfischen. Und wir wollten das eigentlich erst auf Forelle machen, haben uns dann irgendwie gedacht, das so richtig zu realisieren, musst du entweder an einem geilen Gewässer machen, die wir nicht haben, oder du machst halt an einem nicht so geilen Gewässer und dann wird es halt einfach kein geiles Video. Also, warum machen wir es nicht auf Hecht, hier am Bodden, wo man eben flach beides extrem gut beim Warten fangen kann. Ja, der erste Tag, gestern, die ersten 1,5 Tage haben wir jetzt beim Colin gefilmt. Das Video, wie gesagt, ist oben in der Infobox, schaut euch mal an. War schon echt richtig geil, gerade wenn man so das sehr frequenzarme Fischen in Beinen. Auch mit einem sehr interessanten Endstand. Mit einem sehr interessanten Endstand noch dazu. Jetzt geht es hier auf Real Fishing weiter. Wie ihr gesehen habt, erster Fisch für die Spinnangel ist schon da, der richtig fett war. Auf den 10er Swim in Headlight hier oben am Bodden einfach ein übelst krasser Köder. Und ja, was heute wichtig ist, was ich für eine Route fische und so, das erkläre ich euch alles im Laufe des Tages. A und O ist übrigens, das erkläre ich euch schon mal vorweg, krautfrei bleiben. Und solange ihr krautfrei bleibt, fangt ihr auf. Und man muss sagen, Leute, wir moderieren sehr gerne, wir erzählen sehr gerne, aber ich glaube, wir stehen gerade in der harten Hot Zone. Ja, das heißt, weniger Fischen. Colin sagt, lange Rede, kurzer Sinn, weniger labern, mehr Angst. Richtig. Ja, Leute, und genau das ist das Problem, sage ich mal kurz, damit wir gerade einfach extrem zu kämpfen haben. Ich habe den Colins Video schon gezeigt. Ich habe den Swim, den 12er, extra auf einen Drilling umgerickt, um weniger am Bauch zu haben, aber trotzdem braucht er, würde ich sagen, ungefähr einen Meter Platz über dem Kraut, dass er sich nicht voll hängt. Und ja, in so einer Situation muss ich ihn jetzt halt in dem Fall wechseln. So, weil es jetzt super flach ist, werde ich jetzt mit einem 9er Shaddies am 5 Gramm Kopf fischen. Sven Borsti, lokaler Guide hier und Western Team Kollege, ist glaube ich sein absoluter Lieblingsköder. Sicherlich auch aus einem guten Grund. Ich hatte jetzt bis jetzt noch keinen Fisch drauf, aber in so einer Situation wie hier, wo einfach das Kraut extrem flach steht, kann ich eben mit 5 Gramm extrem gut auch krautlos fischen. Und werde es deswegen mal mit dem probieren, in einer etwas schockigeren Farbe. Der Fisch gerade und viele Fische kamen jetzt in den letzten Tagen auch auf natürliche Farben. Aber ja, wenn die Locals das fischen, fische ich es auch. Okay. Fisch! GoPro-Aufnahme start. Wow! Witzig. Und zwei Würfe später bringt mir der 9er Shaddies den Fisch. Sven, Ehrenmann. Okay, aber doch nicht mehr. Ja, ja. So. Geil. Ja. Dann kann er noch mal hüpfen im Kescher. So, ich beteilige mich jetzt am Frequenzfest wieder. Wieder so ein, weiß ich nicht, ja, irgendwo so 5-6 stelliger. Auf deinem Video hat jetzt die Spinnrute Vorsprung. Auf meinem Video stand jetzt hat die Spinnrute Vorsprung. Insgesamt auf unsere Challenge gesehen, jetzt wahrscheinlich auch wieder. Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Zentimeterregelung. Ich glaube, ob der riesigen Frequenz, die ihr mittlerweile in Colins Video gesehen habt, weiß ich nicht. Wir können es am Ende mal zusammenrechnen, aber auf jeden Fall ein weiterer Fischpunkt, sagen wir mal so. Lübt. Nice, weiter geht's. Der Spot brennt. Ja. Also, wie geil ist das? Einfach vor 2 Minuten umgerickt auf den. Und hat er mir jetzt auch den ersten Fisch gebracht. Ihr seht, wenn hier wirklich mal ein größerer kommen sollte, muss ich ganz vorsichtig drillen, weil ich habe einen relativ dünnen Haken. Aber ich habe halt 5 Gramm Köpfe nicht mit dicken Haken, weil ich eigentlich einen Barschhaken und das ist dafür schon ein sehr guter. Aber ja, 9er Shaddies, er hat gefangen. Colin fischt jetzt da hinten noch das Ufer ab. Aber vielleicht werden wir es dann auch gleich noch mal ein bisschen an der Kante draußen probieren. Ah, Biss gehabt!
Bis Nachläufer, GoPro-Aufnahme Start. GoPro-Aufnahme Start. Ah, GoPro-Aufnahme Start. Wieder Biss. Da, der ist Nachläufer hier. Hat einen Nachläufer haben. Zweimal gebissen, aber nicht hängen geblieben. Da ist er, da ist er. Nee, glaube ich nicht. Hat zweimal den Neuner gebissen, nicht gekriegt. Krass, Neuner Shad ist die ganze Zeit nichts gefangen. Jetzt. Oh nein. Ja, Fisch, Fisch. GoPro-Aufnahme Start. War das echt deine oder das waren keine zwei, oder? Nee, so. Colin den Fisch ein bisschen geklaut. Beziehungsweise hat bei Colin gebissen. Und er ist abgegangen. Und er ist abgegangen. Wild. War auch kein ganz verkehrter. Also Leute, es kommt hier gerade eine richtige Frequenz auf. Nachdem ich denke, die meisten von euch werden natürlich das Video von Colin schon gesehen haben. Nachdem ich hier auf den 9er Shatties in dieser Crazy Fire Tiger Farbe gestern nichts hatte, hatte ich jetzt einfach innerhalb von einer halben Stunde oder von 20 Minuten drei Kontakte schon. Den gerade habe ich jetzt, also dem Colin weggeangelt, der Colin hatte ihn dran. Und ich habe meinen Köder halt genau hinterhergezogen und ist beim Colin Fehlbiss gehabt. Und dann bei mir draufgeknallt, also super geil. Und dann ist er mir halt hier ja, vor der Rutenspitze weggegangen, mit dem Kescher ein bisschen rumhantiert. War, glaube ich, kein ganz schlechter, aber wird auf jeden Fall verkraftbar sein, wird nicht der Letzte geblieben sein. Und ich finde es einfach das Geilste am Boddenangeln ist, ihr seht, wie tief der Colin im Wasser steht. Der Colin ist vielleicht so 1,90 groß, also er steht einen Meter im Wasser. Und überall um uns rum können wir Hechte fangen. Wir haben einfach die Hechte in Colins Video teilweise in einer Wassertiefe von 20, 30 Zentimetern gefangen. Geiler wird es einfach nicht. Voll Kontaktsport mit dem Hecht. Und ja, mal schauen, ob der Colin jetzt dann auch mal einen schönen fängt. Gerade geht Spinnangeln richtig ab, aber ich glaube, gerade habe ich eben auch den Vorteil der großen Wurfreichweite, wo natürlich der Colin einfach sehr zu strugglen hat. Also weniger labern, ich werfe jetzt ein bisschen weiter, weil ich bin natürlich auch fischgeil. Gut, also. Ich habe es ja gerade in der GoPro-Moderation, die ihr eventuell seht oder auch nicht seht, je nachdem wie gut die Audioqualität ist, schon gesagt, ich erkläre euch noch kurz ein bisschen was zum Tackle. Ich habe mir nämlich viel Gedanken gemacht, bevor ich hier an Bord war, was ich für einen Tackle fische. Da hat der Collins mit der Fliegenkrute natürlich ein Stück leichter. Aber ihr seht, ich fische gerade mit einem 9er Shatties, mit einem 5 Gramm Kopf, also einem ganz leichten Köder. Habe aber auch schon mit einem 12er Swim, also einem ungefähr 50 Gramm schweren Köder gefischt. Und das Ganze habe ich eben hier an der W6 Power Tease bis 49 Gramm gefischt, in 2,50 Meter, mit einer 3000er Stationärrolle drauf, 0,14er geflochten und einem Titanvorfach und einer kleinen Schlagschnur. Ich hatte mir natürlich überlegt, nehme ich eine Route mit der ich gut den Swim werfen kann. Oder nehme ich vielleicht sogar eine leichtere Route mit, um hier die zu fischen. Aber so eine Route mit 40, 50 Gramm Wurfgewicht ist halt was, was ihr halt fischen könnt und den ganzen Tag durchfischen könnt. Ihr müsst nur eine Route mitnehmen und ihr könnt beim Warten schwer zwei Routen mitnehmen. Also nur eine Route, die alles abdeckt, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen und schaut, dass ihr eben Köder von, keine Ahnung was, 10 Gramm Wurf, von 10 Gramm Gewicht bis halt 50, 60 Gramm Gewicht wirfen kann. Colin Gant, dem ist langweilig, aber die Moderation fand ich trotzdem wichtig, damit ihr wisst, was ich fische. Und ja, bevor der Colin jetzt mit der Kamera in der Hand einschläft, würde ich sagen, angeln wir jetzt weiter und die Tipps werde ich dann über den restlichen Tag noch streuen und der Colin zeigt euch natürlich dann auch noch, wie er Fliege fischt. Ah ja, ich helfe dir gleich. Ich mache kurz die Moderation fertig. Also nachdem die Kante hier an dem Spot relativ weit draußen ist und wir jetzt nicht so viel Zeit investieren wollen, weil wir heute noch ein bisschen Spothopping machen wollen, da rauszulaufen, haben wir uns entschlossen, jetzt ans Schilf ranzugehen und da zu versuchen, ob das, was gestern Abend in Collins Video funktioniert hat, auch hier funktioniert. Ich glaube, der Colin wird jetzt hier klare Vorteile haben. Nachdem ich jetzt schon zwei Fische fangen konnte, denke ich, dass jetzt der Colin da klar im Vorteil sein wird. Ich hoffe, dass er jetzt auch seinen Fisch fangen kann. Aber ich glaube, ich muss ihn erstmal erheddern, weil er hat sich ein bisschen seiner Fliegenschnur verheddert. Ich glaube, ich habe selten einen Fliegenangler mit verhedderter Schnur gesehen. Ja, ich auch. Das ist auch in den letzten zwei Tagen noch nicht passiert. Aber wir wollten gerade von draußen reinlaufen. Ich dachte, roll ich sie entspannt auf? Nein. Rein, oder laufe ich einfach rein? Option B war scheiße. Naja, gut, dann entheddern wir mal und gehen rein ans Schilf. Bis Fisch! GoPro-Aufnahme Start. Oh. Nee. Ja.
Juhu! Marius, was wolltest du gerade sagen? Ja, wir sind jetzt also innen drinnen zurück am Ufer. Und ich dachte mir, komm, Colin braucht den Fisch. Ich werfe einfach da entspannt nicht mit ans Ufer, sondern für mich ein bisschen leichter rauswärts. Und ihr seht, 9er Shatties bringt einen, ja, weiß ich nicht, zumindest mal etwas besseren. Du wolltest doch was ganz was anderes sagen. Ich wollte jetzt was Fieses zu dir sagen, aber das habe ich jetzt nicht. Nein, gemacht. Du wolltest doch sagen, dass wir heute auf dem Rückspiel, dass du die Fliegenroute jetzt dann. Nee, Colin, jetzt geh weiter mit deinem komischen. Schau mal, wenn du schon nichts mit der Fliege fängst. Alter, wolltet ihr das? Schau mal, wie schön dieser Köder übrigens hängt. Ja, der war wirklich perfekt gegangen. Sehr nice. Wenn du schon nichts mit der Fliege fängst, Colin. Naja, es geht ja immer alles, was die Follower wollen. Ich glaube, die Follower würden viel lieber dich mit Fliegenroute jetzt hier werfen. Dann machen wir es anders. Wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr mich mal einen Tag leiden sehen wollt, dann machen wir das. Aber dann muss dieses Video vernünftige Like-Zahlen bekommen. Also überdurchschnittlich also gut. Also zwei Stück. Nein, Spaß. Zwei Stück, okay. Aha, ja. Okay, Leute. Diss-Track gegen Colin kommt im Winter. Ich bin bereit. Leute, man muss gerade mal wirklich sagen, die Spinnrute räumt gerade besser. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade körperlich. Colin ist gerade übelst fertig einfach. Ich habe so ganz viele Zwiebelschichten an und bin echt down. Aber ich werde der Spinnrute jetzt ihre Ehre erweisen und den Hecht holen. Macht es und ich werde weiterhin das Ufer in Ruhe lassen und raus in knietiefes Wasser werfen und da irgendwie was erwischen. Ganz weiter hinten, ich muss gerade neu riggen, hat der liebe Colin ein Hecht. Zeig ihn uns! Endlich! Woo! Petri! 1, 2, 3, 4, jawohl! Boah Leute, jetzt haben wir einen auf die Fliegenroute. Ich glaube, es ist kein ganz schlechter. Okay, Colin hat einen besseren im Drill. Wir waren gerade im übelsten Mittagsloch. Jawohl. Ja. Ihr seht, ich bin fast bauchtief im Wasser. Mega Aufnahmen, geil. Mega! Dickes Petri, mein Lieber! An der Fliegenrute sind auch die Mittelgroßen groß. Die machen einen Druck, ey. Oh, hier ist jetzt schon. Bei der Fliegenrute habt ihr einfach immer wirklich eine Bremse, vor allem mit Stationärrolle, halt mit einem Winkel. Und bei der Fliegenrute seid ihr einfach an der Schnur, ein bisschen an der Schnur herziehen. Das ist dann schon unterschiedliches Level vom Yay. Kraft. Oh, aber das ist schon mal. Ist schon mal ein 70er. Das ist schon mal ein 70er. Der zweite vernünftigere Fisch des Tages, dickes Petri. Der stellt deinen auf jeden Fall noch lange nicht in Schatten. Nee, aber. Aber jetzt der zweite für die Fliege. Also sie kommt auch wieder näher ran. Ja. Auch ordentlich reingetaggt. Der wollte sie. Das lübt. Fisch hier in der 8er Klasse. Also noch nicht die schwerste Echtrute. Geht ja bis 10. Ab 8 fängt es an. Damit ich auch schön kleines Tool machen kann. Weil hier eben nicht die Brassen, sondern eher die Stimms rumrennen. Jetzt drill ich gleich nochmal mein Hecht und dann erkläre ich euch das nochmal in Ruhe. So Leute, hier ist er nochmal. Schöne 70er. Absolut. Schön, ey. Wir sind jetzt richtig weit rausgerannt, also wirklich jetzt. Also wenn man bei uns in den Alpensee weit, so weit rausrennt, ist man auf 120 Meter Tiefe. Ja. Hier ist man dann so auf 1,20. Aber so ist es. Colin ist sehr groß, deswegen sieht es so aus, als ob er relativ weit draußen stehen will. Ja, so ist es. Kleiner Tipp am Boden, wenn ihr unter 1,50 seid, Bootstour buchen. Gut, jetzt nochmal in Ruhe, ohne Fisch. Was wir hier so fischen, ich fische eine 8er Rute, also eine sehr, sehr weiche Hechtrute, geht noch deutlich schwerer. Aber da die Hechte hier nicht Brassen und Riesenbarsche und Hechte fressen, sondern größtenteils ganz, ganz kleine Stichdinge und ganz, ganz kleine Weißfische generell, fischen wir ziemlich kleines Zeug. Ich meine, es gibt ja auch 30 cm Niklas Bauer Hechtstreamer, aber wir fischen hier so kleines Zeug. Sieht auch sehr, würde ich sagen, so stichlings-heringsmäßig aus. Und ich fische eine Intermediate-Schnur. Was bedeutet Intermediate? Die sinkt nicht komplett runter, was blöd hier in dem flachen Wasser wäre, vor allen Dingen ganz am Ufer. Und die schwimmt nicht, weil dann die Wellen sie so verwirbeln würden, sondern die ist ganz, ganz leicht unter der Oberfläche. Ist perfekt zum Fischen hier. Lübt der Aal. Muss generell sagen, ich komme natürlich mit der Fliegenrute nicht so weit wie Marius mit, vor allen Dingen, wenn er einen Westen-Zim drauf hat mit der Spinnrute. Und ich kann auch nicht so schnell fischen, aber für die zickeren Fische mit besserer Präsentation würde ich sagen, ist sie besser. Deswegen machen wir den Test. Teil 1 hat gewiesen, habt ihr jetzt mittlerweile gesehen, unentschieden 7-7. Jetzt derzeit bist du mit der Spinnrute, glaube ich, noch einen vorne. Einen vorne bin ich noch, ja. Und wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Top!
GoPro-Aufnahme starten. Ab. Schon besserer. Aber nicht riesig. Also gerade nochmal mit dem 10er Swim in der Tiefe umhergepfercht und leider schon meinen zweiten Fisch heute verloren. Bisschen sucky. War jetzt denke ich kein Riese, ist leider an die Oberfläche gekommen, aber naja, deswegen Rute im Drill tief halten. So, wir machen jetzt nochmal einen kurzen Spotwechsel. Es ist jetzt dann wahrscheinlich ja, 3:30, 4:00, bis wir im Auto sind, haben dann also noch ungefähr 2,5 Stunden am neuen Spot. Also wahrscheinlich haben wir netto noch 2 Stunden am neuen Spot. Da geht die Kante deutlich schneller runter und da hoffen wir, dass wir da dann nochmal einen schönen Fisch fangen. Was mit Carsten? Wer ist Carsten? Wo ist Carsten? Wir casten jetzt gleich mal wieder ordentlich, weil wir jetzt erstmal ordentlich gefahren sind. Ja. Fähre, Auto, alles mögliche. Props an Google Maps dafür, dass es uns einfach falsch geleitet hat. Man muss sagen, unsere Frequenz heute ist super und dafür, dass man bedenkt, dass wir auch den 14. Tag im Auto gesessen haben, noch besser würde ich sagen. So, jetzt wird es bald dunkel, 2 Stündchen haben wir, deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Das Wasser steht schon in der Warthose und sie hat kein Loch und es geht los. Geil, Leute, komplett im Lost Water gefischt, also zwischen geilem Schilf und Freiwasser und mein größten Fisch ist gezogen. Jawohl! Jawohl! Geil, Alter! Der ersten 3 Würfe am neuen Spot, oder? Ihr wisst nicht, Leute, wie krass Aufwand wir hier betrieben haben, um hierher zu kommen. Ewigkeiten gelaufen. Wirklich. Und wirklich nicht viel, also gar nichts gefischt. Nee, und auf Risiko wirklich und scheint sich gelohnt zu haben. Scheint geil, sich Mann. Gelohnt zu haben. Danke, Digga. Geil, Mann. Da ist er, Leute. Boah, schöner. Auch noch kein Löwe. Ja, 70er. Aber 70er. Und ich sag es euch, auf einer 8er im flachen Wasser, probiert's aus. Es ist mehr wert als ein 70er beim Schleppen, glaubt man. Ja, absolut. Geil. Läuft. Oh, guck mal, da ist ein Stieg. Da noch einer, noch einer. Ja, es steigt von oben herunter zu uns. Wir laufen gerade eine halbe Stunde zu einem potenziellen Topspot. Und fahren 40 Minuten? Und fahren 40 Minuten. Es ist jetzt noch eine Stunde hell. Das heißt, wir haben auch gleich noch den übelst räudigen Heimweg durch die Dunkelheit vor uns. Ja, und wie ihr seht, jetzt fängt es einfach an zu regnen. Ich sag danke für nichts. Auf einem anderen Level jetzt. Auf einem anderen Level. Colin hat auch keine Regenjacke dabei, weil der ist vorbereitet. Ich schon, aber habe halt natürlich eine Kamera ohne Wasserschutz dabei. Also ihr merkt, es ist alles in allem gut. Aber ihr seht noch einen kleinen Tipp, den ich noch mitgeben wollte. Können wir es an der Stelle noch machen. Wenn ihr hier am Bodden fischt, schaut, dass ihr die Rutenspitze, gerade wenn es zu flach ist, möglichst hoch haltet. Ihr werdet nicht so wenig Blei fischen können, dass ihr hängerfrei bleibt oder krautfrei bleibt. Selbst mit 5 Gramm geht es nicht. Aber wenn die Rutenspitze hoch ist, läuft der Köder nochmal flacher. Und ja, es gibt euch die Möglichkeit, zumindest etwas effektiver zu fischen. Das noch als kleinen Tipp. Das war einer der besten Würfe aller Zeiten. Ja, aber in der Kürze liegt die Würze, oder wie war das? Naja, jetzt angeln wir hier mal weiter. Ich erlöse mal dem Colin von seinem Kamerajob. Das ist eine ziemlich laute Wand und man sieht auch das Wasser ziemlich weiß werden. Also ich finde, das ist schon Like wert, dass wir das hier machen. Das ist echt ein Like wert. Also wir geben uns viel Mühe, euch noch ein paar coole Fische zu zeigen. Der Colin hat sich gerade besonders viel Mühe gegeben und wurde zum Glück belohnt. Aber ja, wir gehen hier die extra Meile für geilen Content. Wir sind wirklich in der Mitte vom Bodden, ja. Komplett. Hier hat uns ein Kumpel den Spot geschickt und wir haben bis jetzt nichts gefangen, außer den einen am Anfang. Oh ja. Boah, guter Fisch. Oh ja. Das heißt, wenn es jetzt anfängt zu laufen. Ja. Ja. Alter. Alter, ihr habt keine Ahnung, was wir investiert haben. Wichtiger Fisch, ey. Für wichtiger die Moral. Fisch. Richtig wichtiger Fisch. Richtig wichtig. Unfassbar wichtiger. Alter, wir haben so hart gezweifelt gerade. Unfassbar. Krass, Mann, yes. Wir haben alle gesagt, also wenn das könnte unser erster richtiger Fail werden. Aber jetzt, glaube ich, haben wir eine gute Chance. Jetzt rasten wir aus. Zeigen wir ihn schnell und dann ballern wir weiter. So, hier ist die Fliege und da ist der Fisch. Yes, Alter, nochmal. Würde ich sagen, jetzt ist schon fast ein Ende 70er. Ja.
Ein guter Fisch auf jeden Fall. Wichtig. Richtig und wichtig. Jetzt lass uns die Kante gut räubern. Colin zieht mich komplett ab. Kein Fuffi, sagt er. Guter? Okay, ist ein guter Fisch. Krass, krass, krass. Und ich sehe kein Land. Fliege zieht mich gerade komplett ab. Yes, Alter. Alter, das ist so heftig. Wir stehen wirklich in der Mitte vom einfach nichts. Und es knallt. Alter, ich sehe kein Land mit der Spinne gerade. Krass. Insane. Das ist so heftig. Fliege räumt auf. Nice. Kranke Nummer. Wir zeigen ihn nur schnell und dann geht es unbedingt weiter. Ja. Weil es ist gleich dunkel, Leute. Ja. Okay, Leute. Oh ja. Hat Bock. Der nice, Dicer. Richtig Bock. Die typische Hechtbewegung. Die typischen Finger. Oh ja. Oh ja, das ist der Beste. Das ist der Beste. Kommt der schon an die 80? 75 würde ich sagen. Okay. Aber nehmen wir. Nehmen wir. Da sind noch mehr. Okay, ein schnelles Foto, dann geht's weiter, Leute. Jo. Übelst heiß. Ihr seht, wir sind wieder drinnen in der Mitte. Erwartet mal ein High-Quality-Intro um. Es klingt nicht so spät, 21.45 Uhr. Aber wenn man weiß, wann wir aufgewacht sind, wenn man weiß, was wir heute für einen Tag in uns hatten. Also wir sind um 7.30 Uhr aufgewacht. Also ich glaub, ja, aber der. Aber wir sind sehr viel gelaufen heute. Ich war so ein Navy SEAL Training. Man läuft so wirklich 10 Kilometer durchs Wasser, dann noch durchs Schilf, um sich zu tarnen, dann noch im Dunkeln durch den Wald und dann noch wirklich mit dem Auto noch eine Stunde fahren. Haben wir alles gemacht. Aber ich denke, wir haben einen geilen Abschlusstag für unsere Challenge gehabt. Und wieder mal ein interessantes Ergebnis. Fazit, die Fliege hat sich leicht rauskristallisiert, dass sie besser fängt. Gerade eben in den Endphasen des Tages. Also du hast es zweimal am Abend eigentlich klar besser gefangen. Also man muss klar, herauskristallisiert. Haben sich halt die gewissen Vorteile der jeweiligen Angler. Ja. Also Fliege wirklich, wenn es darum geht, irgendwas, eine bestimmte kleine Spot, eine kleine Fläche, wo man weiß, dass Fische sind, gut abzufischen. Mhm. Und wenn wir Fische suchen und nicht genau wissen, wo ist die Kante, wo ist der Spot, dann definitiv Spinnrute. Ja, aber ich denke, ihr habt gesehen, fangen tun beide Techniken, zumindest hier an den Gewässern. Es macht mit beiden sehr viel Spaß. Ist auf jeden Fall eine geile Angelei. Also, wenn ihr der ein oder anderen Angelei anhängt, dann könnt ihr, glaube ich, beides gut probieren. Wir hoffen natürlich, euch hat die Challenge gefallen. Daumen hoch, wenn es das getan hat und genau, vergesst, was der Colin heute Mittag gesagt hat, also ihr müsst nichts in die Kommentare schreiben, wegen... Oh doch, ein Tag Marius, Colin hat es schon wieder vergessen. Und ich bin Fischen. Davon träume ich heute Nacht immer vieler Traum. Also, wir machen es nicht länger, vielen Dank fürs Zuschauen, schaut bei uns beiden auf Instagram vorbei, lasst ein Abo da und eine Glocke und wir essen jetzt und wünschen euch schönen Abend, Tag oder was auch immer. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.